Er war Umzug in Fürth, Baden, eine Maske in Behindertenwerkstätte und Maustüröffnertag. Vor einer Woche war ich in Saalfeld-Saale bei der Maustüröffnertag im Stadtmuseum. Konnten die Kinder ab 6 Jahren etwas über die Kultur und der Entstehung des Museums erkunden und erforschen. Der Pascal Müller hat die Führung übernommen und war bei Fragen sehr offen und hat gut darauf geantwortet. Wenn ihr dieses Jahr nicht dabei war beim Maustüröffnen, das nächste Jahr einfach bei www.maustüröffnertag 2023 schauen und den 3.10.2023 vormerken. Bitte bei manchen Angeboten frühzeitig euch anmelden, weil die sind manchmal relativ nach dem ersten Tag. Nach 2 Jahren Corona-Pause war wieder die Michaeliskirche Umzug in Fürth, die durch die halbe Innenstadt fuhr und der Schwabacher Straße mit 86 Wagen oder Reihenfolgen verschiedener Vereine, Musikgruppen und Hilfsorganisationen wie der Wasserwacht, die THW und Co. Die Feuerwehr und das technische Hilfswerk haben die Absperrung in der Innenstadt gut gemeistert. Am Ende haben die Bauern ihre Ware angeboten und verkauft bei strahlendem Sonnenschein. So, eigentlich sollte in den Behindertenwerkstätten seit dem 1.10. wieder verschärfte Regelungen bestehen, wie zum Beispiel FFP2-Maske eingeführt werden. Nun hat das Gesundheitsministerium die Pflicht zurückgerudert, weil von den Beschäftigten Proteste kamen. Wer eine dran möchte, darf die weiterhin selbstverständlich tragen. Und in Bayern haben die keine Pflicht, sie zu tragen. Und das waren auch schon wieder die News der Woche. Wir sehen uns in einer Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bye bye.